So, wir sind jetzt hier bei der neuesten Folge Seven vs. Wild, die Folge Nummer 8. Und es scheint ziemlich vielversprechend zu sein. Auf jeden Fall trägt Knossi auf dem Titelbild einen Lendenschurz aus Palmen, so wie das aussieht. Ja, bin mal gespannt, wie wir zu sowas kommen. Ne? Wir fangen halt mal an jetzt so. Also. Sponsor der heutigen Folge ist Jochen Schweizer. Mit Jochen Schweizer kannst du sogar dein eigenes persönliches Survival-Training erleben. Vielleicht hätte das dem einen oder anderen Kandidaten vorher auch geholfen. Schon oft Für gehört. Mich bietet Jochen Schweizer eine super Möglichkeit, mal etwas Neues auszuprobieren und vor allem die Komfortzone zu verlassen. Ihr bekommt 10% Rabatt, natürlich auf die beste Kategorie, nämlich Outdoor-Aktivitäten und auf die Box Abenteuer und Sport ab einem Mindestbestellwert von 49 Euro. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Seven vs. Wild. Willenskraft ist das, was zählt! Was meint er? Muss ich noch umziehen oder? Das ist okay. Mir geht's einfach nicht gut. Ich kann nicht jetzt schon aufgeben, ich kann es nicht. Wir brauchen mehr Regen! Sascha! Sascha! Sympathisch wie immer. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Das fühlt sich gerade an, als würde es so nicht mehr lange gehen. Das kennen wir schon. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Das kennen wir auch. Ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Ah, nein. Jede Minute kämpfe ich. Mit mir. Das weiß ich gar nicht mehr, ob wir das kennen. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Das hier ist ein anderes Level. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Wann bricht deine Psyche? Welcome to the jungle. Ich habe gekämpft ohne Ende. Seven vs. Wild. Panama. Boah, ich bin gespannt, ey. Tag 3. 3 von 7. Jetzt nutze ich mal die Zeit zwischendurch und baue eine ganz einfache Fischfalle. Schneidet man einfach da oben auf, sticht ein paar Mal rein, gibt einen Köder rein. Aus dem Köder weiß ich nicht, ob das so gut ist. Naja. So, da einfach mal hier aufgeschnitten. Genau, dann kommt jetzt da oben beim Deckel noch eine Schnur rundherum. Kommt noch ein Köder rein und dann kann ich, wenn der Fisch drin ist sozusagen, wenn das so drin liegt, da kommt noch ein Stein rein, einfach anziehen, dann ist er da unten sozusagen gefangen. Also in der Theorie schmeißt du das Teil ins Wasser, Stein ist drin und sobald ein Fisch dann unten zum Köder schwimmt, ist er hoch. Schnell. Fischfalle nutzen wir dann mal, wenn es Wasser klar ist. Dann kann ich auch den Fisch besser sehen und sozusagen dann besser rausholen. Ja, und jetzt werde ich ein bisschen Kokosnuss essen. Aber wo man richtig schlecht ist, also ich schon wieder, ich will keine Kokosnüsse mehr essen. Na, es ist schon krass. Ja. Und dann gehe ich weiter auf Tiersuche. Ja, schauen, was wir noch alles so vor der Linse bekommen. Scheiße. Durchfall. Grün, gelb, keine Ahnung und Durchfall. Scheiße. Das heißt, hoher Flüssigkeitsverlust. Ich bin froh, dass es jetzt mit draußen ist, in der Hoffnung, dass mir jetzt ja, halt nicht mehr zu schlecht ist. Oder dass es besser geht. Jetzt rüber, rein ins Wasser. Ja, und natürlich
sauber machen. Was mache ich da? Oh mein Gott, Freunde. Auf einer scheiß Insel. Irgendwo im Nirgendwo. Ja gut, einfach ins Meer stellen unten ohne und ne, also sauber waschen mit der Hand, kannst ja alles wieder, ne, also das sehe ich jetzt weniger als Problem an. Ey, mein Magen ist komplett im Arsch. Also wirklich, mein Magen ist komplett im Arsch. Schlecht die ganze Zeit, jetzt kompletter, ja, ihr wisst schon, gelb, grün, keine Ahnung, what the fuck. Boah, mir ist so schlecht wieder. Naja, muss trinken. Muss was trinken. Aber jetzt ist das Wasser da komplett verdreckt. Da kann ich jetzt nichts draus trinken. Und das Meerwasser, da ist direkt schon das Meer. Da geht es uns immer so runter. Da entstand das Bächlein, der natürliche Filter. Ja, aber ich habe gleich meine Wasserflasche da unten irgendwo liegen lassen. Wie gesagt, und die hat es wahrscheinlich mit der Flut längst geholt in der Nacht. Ja, jetzt stehe ich da. Nur mit dem Hemd und sonst nichts. Das passiert halt, wenn man trinkt ohne Wasserfilter und einfach meint, ja, ich bin schon safe, ich gehe einfach ans Trinkwasser, gehe da hin, hol mir mein Trinkwasser raus, alles gut, kann gut gehen, kann aber auch wie in Saschas Fall ein bisschen in die Hose gehen. Ne? Und der Horus hat ja noch gemeint im Chat, ah, was? Na, aber... Boah, ist mein anderes Outfit überhaupt noch da? Sag nichts, hat es jetzt weggeschwemmt. Wo habe ich das ausgezogen? Boah, Gott sei Dank, bis daher ist schon gekommen, da ist mein Outfit. Aber man darf es nicht vergessen, wie schnell das da raufkommt. Boah, und wie hoch. Richtig knapp bei meinem Ding. Na servus, bei meinem Shelter. Und wir haben ja auch eine Dauerbrille mitbekommen, um ja, die Unterwasserwelt zu erkunden. Heute steht an, so viele Tiere wie möglich zu fotografieren. Ach, die gab's umsonst oder was? Ohne dass man irgendwas mitnehmen musste, die Taucherbrille oder wie? Ja, da würde ich sagen, starten wir da mal rein. Jetzt haben wir halt leider gerade, also war Flut und jetzt startet die Ebbe. Da geht's also nach unten wieder das Wasser. Ich hoffe, das macht keinen Unterschied, dass ich wieder an Land schwimmen kann. Boah, das wäre nämlich richtig sick, wenn ich nicht mehr zurückkomme. Und dann ist vorbei, aus Ende Gelände. Oh, ohne Schuhe. Oh, langsam rein da. Ach, guck mal, da siehst du schon ein bisschen mehr. Oh, komm, wie wenig du siehst. Du musst überlegen, da kommt ein Hai oder ein Krokodil. Bis du das siehst, na, ist alles vorbei. Oh. Oh. So. Ich muss sagen, es hat richtig gut getan, da einfach reinzuspringen und herumzutauchen. Ich habe ein Foto erwischt von Fischen. War jetzt aber sicher eine halbe Stunde oder so auf der Suche, dass das klappt, wie auch immer. Ja, jetzt haben wir es im Kasten. Boah, das war anstrengend. So, ich würde sagen, jetzt dringen wir ein bisschen weiter in den Dschungel ein. Das heißt, ich brauche einen Überlebensstock. Ja, das soll ungefähr so groß sein wie ich. Und einen Spitz vor natürlich. Für den Fall der Fälle, Krokodil oder Schlange oder was weiß ich, also ein bisschen zum Freimachen des Weges und damit Tiere wie Schlangen und so weiter sich eben verkriechen können, bevor ich da bin. Ja, genau. Dann bauen wir den mal. Heißt das Überlebensstock? Der biegt sie relativ durch. Keine Ahnung, ob der perfekt ist. Tatsächlich. So, dann gehen wir so. Schauen wir mal, ob wir noch ein Viech finden. Tatsächlich. Knossi! Jawohl. Ja! Ja! Ja!
Ja, Greedy! Du lachst sogar! Also war es nicht so schlimm! Es war nicht so schlimm, Greedy! Greedy, siehst du? Es war doch gar nicht so schlimm! Bei dem pisst irgendwie. Greedy. Bei dem pisst irgendwie und bei Sascha scheint die Sonne, komischerweise. Bäh. Wunderbar. Ach, Greedy, wir werden viel, viel schöne Zeit zusammen haben. Und danach, denk aber, gewöhn dich nicht dran an die Zeit mit mir. Doch, das hier wird unvergesslich sein. Aber du wirst jemand anderem gehören. Greeny, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Jetzt haben wir erstmal noch ein paar schöne Tage zusammen, ne Greeny? Ja? Du freust dich sogar und ich freue mich auch. Okay. Eine meiner GoPros geht nicht mehr an. Ich traue mich jetzt aber keinen Akkuwechsel zu machen, weil ich die Technikbox dann aufmachen muss und es wird, sie könnte nass werden. Aber ich habe meine Hände noch nie so gesehen. Noch nie. Dieses Schwarze und so aufgeweicht. Boah, Alter. Keine Ahnung. Die Handschuhe helfen mir auch nicht, weil es weicht ja da durch. Richtig übel. Richtig übel. Das Wetter muss besser werden, sonst bin ich am Arsch. Es ist alles nass. Bitte, mach Sonnenschein. Ich muss meinen Körper trocknen. Ja gut, in den Tropen, solange die Sonne scheint und es nicht regnet, ist ja alles fein, ne? Also ja alles gut. Wenn es nur kurz mal ein bisschen Schauer gibt, dafür die restlichen Tage dann wieder super, dann ist ich glaube, das macht so einen riesen Unterschied, ob es regnet oder ob es trocken ist. Also Respekt, dass die es bis jetzt schon durchziehen. Das ist der zweite Tag jetzt schon komplett mit Regen, oder? Meine Kleider trocknen, meinen Schlafplatz trocknen. Ich bete so für Sonnenschein. Dass man jetzt abhängig ist vom Wetter, ne? Es gibt gerade nichts, über das ich mich mehr freuen würde, als wenn die Sonne rauskommt. Es sind die Kleinigkeiten jetzt, die zählen schon. War klar, dass das hart wird. Ihr könnt euch zu Hause alle glücklich schätzen, in trockenen Klamotten zu sein. Nicht in nassen Schuhen zu laufen mit einer Wunde. Ich weiß das, das ist geil zu Hause. Das heißt aber noch nicht, dass ich irgendwie jetzt Schwäche habe. Ich bin einfach nur müde. Ja, brutal. Wenn man, ein so ein Regentag ultra hat. Wenn du nicht weißt, wo du später schläfst. Stimmt, alles nass. Junge. Aber er hat immerhin 500 Meter, wo er erkunden kann. Vielleicht findet er ja so eine Höhle, wie Otto hat, und kann sich da irgendwie reinlegen, so, weißt du? Keine Ahnung, wo ich heute schlafe. Ich bin. Oh, die Nacht. Da bin ich mal gespannt. Man muss sich sagen, dass auch wieder bessere Zeiten kommen werden hier, glaube ich. Das muss man sich einfach sagen. Das ist jetzt ein kurzer Moment so. Vielleicht bis morgen oder übermorgen. Endlich hat es aufgehört zu regnen. Die Flut ist allerdings da. Es ist immer was. Ja, immer ist irgendwas. Ja, so ist es. Aber ich muss mich jetzt ausziehen. Meine Hände machen mir große Sorgen. Wenn auch das Spreizen tut weh. Ich habe das Gefühl, die sind so aufgeweicht, wenn ich sie auseinanderziehe, dass es reißt. Alter, das kenne ich auch nur aus Dokus. Das kann ich euch sagen. Das ist mir ganz neu. So. Ich darf, deine steht der Thumbnail. Ey, ich zeig's euch einfach, damit ich ein besseres Gefühl habe, aber die Wunde rechts scheint doch der Kratzer dick zu werden. Scheiße. Vielleicht muss ich doch das Medikit aufmachen, weil das so dick wird. Nicht, dass das diese Entzündungen gibt. Ich habe da keinen Bock drauf.
Ja, was würdet ihr machen? Kann ja keiner in den Chat schreiben. Mensch! Da liegt ein Mann am Palmenstrand. Sein Bart ist voller Sand. Robinson Crusoe. Sonne scheint auf seinen Pinsel. Er ist allein auf seiner Insel. Keine Schar. Crusoe. Er lebt wie Gott ihn schuf. Ohne Seife ist Mensch von Beruf. Crusoe. So. Hängematte ist da. Alten Schnüre habe ich hier. Die werden nicht reichen. Plan. Mein Seven in the Wild Baum. Mit Tageskennzeichnung. Und die Palme. Hier zwischendrin. Keine Ahnung. Mal sehen, ob es klappt. Bisschen arg klein, oder? Bisschen arg weit unten, die Palme. Aber die Location sieht gut aus. Hä? Oh nö. Also geht's doch. Also ist doch gut. Das ist doch gut. Fast auf dem Boden. Ich muss die rechte Seite irgendwie nochmal anders aufhängen. Das rutscht ja einfach runter. Das ist ja völlig dumm aufgehangen. Irgendwie mit Schnüren umwickeln und dann richtig festziehen, damit es halt nicht runterrutschen kann oder irgendwie so. Boah, das ist scheiße jetzt, weil der Baum so glatt ist, die Palme ist so glatt, dass einfach die Schnüre runterrutschen, Stück für Stück. Ich muss das einfach verknoten wie ein Geisteskranker, komm. Aber ein guter Anfang. Guck mal, Fritz hat den einzigen Spot, wo er da hinten irgendwo rein kann und kann hier kundschaften, so. Hier so in die, um die Richtung. So krass, wir haben mittlerweile ja Tag 3, schätze mal so mittags, nachmittags rum. Und die Prio Essen ist einfach so, wo ich sage, ey komm, ich hab ganz andere Probleme als Essen gerade. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ob die schon sagen, ah, ich habe Hunger, Appetit, ich will was zu essen. Ja, ich habe auch Hunger und ja, mein Magen knurrt auch, aber irgendwie habe ich so viel zu tun, dass ich gar nicht weiter darüber nachdenken kann, was das Thema Essen angeht. Das ist sehr ungeil, was der da macht. Eieiei. Ich bin jetzt wieder am höchsten Punkt der Flut. Ihr seht's, mein Lager ist wirklich nur noch hier, dieser Streifen. Oh Mann. Der Vorteil, den er hat, ist, dass das Bett schon so hoch ist, dass das schon einen Meter über dem Boden ist, dass die Flut durchkommen kann. Selbst wenn sie drunter ist, ist er immer noch über der Flut. Also wenn es so hoch steigt, ne, dann saufen die anderen aber ab. Und kaum im Lager zurück, wie der Sand fliegen mögen oder wie die Viecher heißen. Oh, no. Ich weiß, ihr hört den ganzen Tag nur das Gleiche. Egal, komm, ich baue weiter die nächsten 4 Reihen und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Sehr gut, gib mir noch weniger Platz. Ich hab doch nur schon einen Meter. Ich wäre wieder krass. Hier hat jetzt meine kleine Bank weggeschwemmt. Die immer da vorne war, wo ich meine Koksnüsse ready gemacht habe. Ja, okay, dann bist du jetzt halt hier. Jedenfalls sieht das Ganze unten drunter jetzt schon richtig, richtig gut aus. Und ich würde behaupten, hier ist es jetzt auch schon auf jeden Fall dicht, die ersten 20 cm. Und ja, ich glaube, so ungefähr die Hälfte habe ich. So sieht das übrigens von oben aus. Das sieht echt gut aus. Und ja, ich würde es normalerweise viel, viel steiler machen. Also der Winkel ist meiner Meinung nach nicht ganz passend. Muss ich ihn abschneiden hier. Es geht gerade so. Ich glaube 45 Grad wären besser gewesen. Aber ja, alles ein bisschen improvisiert. Ich gucke mal, ob es funktioniert, wenn alles drauf ist.
Das Vorteil ist, wenn er jetzt alles drauf hat und es regnet, fängt wieder an zu regnen, kann er sich schön drunter hocken und kann einfach chillen. Ne? Zur Not. Und kann alles austrocknen lassen, das ganze Hemd und alles aufhängen, sie einfach nackig auf die Liege setzen oder in Unterhose und alles schön trocknen lassen. Das ist halt der Vorteil, den er jetzt dadurch hat. Ansonsten kommt da irgendwie eine Verlängerung ran, dann wird das nochmal steiler gemacht und dann kommen nochmal Blätter drauf. Nicht so viel kaputt denken, einfach machen und ausprobieren. Cool. Na. Ich glaube, hier drüben jetzt eine Stelle. Oh. Die ist auf jeden Fall richtig am Brennen. Ist auf jeden Fall irgendwie entzündet. Oben auch. Sieht für mich aus wie so eine allergische Reaktion auf irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber das ist das erste Ding, was wirklich Schmerzen. Oh. Sobald ich irgendwie so mache oder irgendwas hebe, brennt's. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich den Schmerz wegignoriere, was ja die einzige Variante ist, die man machen kann, dass das sich noch öffnet. Also das ist dann quasi, ja, so eine offene Fleischwunde. Ne, wie nennt man das denn? Ne? Dass die Stelle halt so aneinander reibt, dass dann irgendwann die Hautschicht weggeht und dann ist es halt so eine nasse, eitrige Wunde. Aber noch, also so schlimm sieht es gar nicht aus, ne? Aber man merkt es auf jeden Fall schon sehr gut. Ich muss sagen, mental habe ich heute gar keine Probleme. Ich hatte ja gestern diesen einen Downer. Gab es heute überhaupt nicht. Ich hatte die ganze Zeit was zu tun. Und das Ding ist, das Lager steht und jetzt kann ich es ein bisschen upgraden. Ich glaube, gestern war halt echt so ein Punkt, wo noch nicht viel funktioniert hat. Und hier schlafe ich jetzt geil erhöht. Die Konstruktion hält. Das Dach wird auf jeden Fall heute auch noch fertig. Das heißt, ich habe gute Fortschritte gemacht. Wie gesagt, das Thema Feuer, das glaube ich wird nichts. Vor allem selbst wenn, wo soll ich denn das hier zünden? Ich habe gar keinen Platz. Ich lebe bei Flut auf einem 1 Meter breiten Küstenstreifen. Das ist mein Leben. Abgeschnitten, hinten ist dicht und da vorne ist dicht. Da komme ich auch nicht weiter. Und von da bis da sind es ungefähr 30 Meter. Ich lebe bei Flut auf einem Stück, 1 Meter breit, 30 Meter lang. Aber gut, habe ich mir auch selbst ausgesucht. Ich hätte ja auch in den Dschungel gehen können. Aber ich will auch das Wasser. Das Wasser ist ein schönes Element, ne? Zuckerelement. Wirklich klasse. Wirklich klasse. Ich werde es so machen, dass wenn morgen meine mentale Gesundheit oder einfach wenn morgen meine mentale Kapazität immer noch so schlecht ist und ich wirklich am Verzweifeln bin, also wirklich, dass ich Panikanfälle kriege und sowas, dann drücke ich morgen den Knopf. Aber ich hoffe natürlich, dass morgen alles besser sein wird und dass heute vielleicht einfach der schlimmste Tag ist. So, ich glaube, heute ist wirklich einfach der schlimmste Tag. Ich werde jetzt, wie gesagt, mich hier hinlegen. Ach, der Müll, ne? Ja, versuchen ein bisschen zu pennen. Oh. Ich habe ja übel den Ausschlag. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall sehr, sehr ungeil. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Es ist nicht das Draußensein oder klar, ich bin komplett nass die ganze Zeit und ich kriege irgendwie Ausschlag und sowas. Ey, das ist eine Sache. So, also es ist nicht schlimm, weil ich weiß, es geht vorbei. Aber womit ich nicht leben kann, ist die Isolation. Das bricht mich mental so krass. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh nein.
Oh, nicht Nova. Ich habe so viel Respekt vor den Teilnehmern der ersten Staffel. Ich kann da halt selber leider nichts für. Ich habe es auch nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, dass mich andere Sachen irgendwie mehr stören. Aber es ist die Isolation. Ich werde jetzt diese Nacht noch überstehen. Ich werde schauen, wie es mir morgen geht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das packen kann. Und ich weiß auch nicht, wie das den anderen Teilnehmern geht. So, ist es für die super chillig gerade? Also bin ich die Einzige, die so Probleme damit hat? Also die so ein sozialer Mensch ist? Auch durch meine, dass ich so extrovertiert bin. Also ich bin halt null introvertiert. So, ich bin eigentlich nie alleine und mag es auch nicht wirklich, alleine zu sein. Ja, und das ist gerade so krass, irgendwie sich vorzustellen, dass es den anderen halt irgendwie so, die denken sich so, ja, alles cool, ey, alles fresh. Sascha. Wenn es morgen noch Otto. So ist, dann hau ich rein. Also, weil die Scheiß kann sich halt keiner geben. Tut mir auch mega leid an alle, ey, sorry. Ich hab's versucht. I tried my best. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich versuche zu schlafen jetzt oder zu ruhen, was auch immer. Was soll ich denn sonst machen, ey? Es ist halt wirklich krass, dass meine Stimmung so schwankt zwischen es ist Urlaub und das hier jetzt. Weil jetzt, in diesem Moment, würde ich am liebsten gerade irgendwo sitzen oder liegen am Strand in der Sonne und Mojito schlürfen. Das ist aber bei gutem Wetter und nicht wie jetzt hier bei Regen, düsterner Finsternis und schlechter Laune. Oh, der Nächste. Man kann sich nicht alles raussuchen, ne? Also ich glaube fast, es wird ein Wettkampf zwischen Otto, Sascha und Fritz. Ich glaube, das wird noch spannend. Das wird. Weil es mit der Dschungeltour nichts wurde, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, eine Runde schwimmen zu gehen. Aber ich glaube, wenn Sascha gehen sollte, dann wird's wahrscheinlich, schätze ich mal. Boah. Weil es nicht so gut geht, ne? Nein, ich bin mal gespannt. Ich brauche dieses Foto vom Fisch. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als mit dem Krokodil ein bisschen tanzen zu gehen. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal ins Wasser. Ey, Mogi! Da weiß ich, dass einige Fische sind, da springen sie die ganze Zeit hoch. Da schwimme ich jetzt hin. Und hoffe auf ein gutes Foto. Zack, direkt Fische. Jawohl. Wie kann man so viel Glück haben? Okay, ich sehe kein Krokodil. Aber meine Brillen sind auch beschlagen. Mal schauen. Ich hoffe einfach, dass keins kommt. Hast du jetzt schon aufgehört zu streamen, oder was? Ist aber früh, oder? Gerade mal 10 Uhr. Wäre ganz schön. Challenge erledigt. Ich habe Fische fotografiert. Ich hoffe, man kann mir verzeihen, dass ich keine 20, 30, 40 Sekunden unter Wasser war. Denn meine Sicht war wirklich eingeschränkt. Das Wasser ist sehr trüb. Und ich werde auch gerade von Moskitos gestochen. Deswegen sorry, wenn ich mich überall kratze. Ja. Ich hatte immer noch Schiss vom Krokodil. Ich sehe es glücklicherweise auch jetzt in der Ferne nicht. Trotzdem wollte ich kein weiteres Risiko eingehen, habe Fische fotografiert und bin direkt wieder aus dem Wasser. Ja, das Krokodil macht mir wirklich mehr Angst, als ich es mir jemals hätte wünschen können. Es ist crazy. Ja, logisch, bei dem schwimmt ja auch ein Krokodil 20 Meter vom Strand hin und her und schaut, was es kriegen kann. Da ist die letzte Idee, ins Wasser zu gehen und Fische zu fotografieren. Also mal ganz ehrlich. Genau das, was ich am meisten sehen wollte, macht mir am meisten Angst. Denn ich ging ursprünglich davon aus, dass ich ein Krokodil vielleicht in den Mangrovenwäldern finde. Und mein Shelter 200, 300 Meter entfernt ist. Aber jetzt sehe ich ein Krokodil 30, 40 Meter von meinem Shelter entfernt. Und mein Shelter ist quasi in seinem Revier, direkt am Wasser. Kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl, dass mein Shelter wahrscheinlich auch bald im Wasser liegt, wenn es weiter so steigt, der Wasserpegel. Ja. Ich versuche mich jetzt wieder zu trocknen, denn mich zerstechen die Moskitos und ich habe nicht mehr viel Zeit, bis es dunkel wird, schätze ich mal. Ich sehe die Sonne nicht.
ja, das wird doch alles. Was ich übrigens extrem merke, also ich habe keinen Hunger, aber meine Gehirnleistung lässt stetig nach. Das heißt, mir fällt es deutlich schwerer, mich richtig zu artikulieren, richtige Sätze zu bilden und ja, einfach die richtigen Worte zu finden. Es ist so ein ganz komisches Wirrwarr aus, ich habe diese Wortfindungsstörung und ich habe sie irgendwo zu wenig im Verhältnis dazu, dass ich jetzt schon 3 Tage absolut gar nichts gegessen habe. Und es kommen noch 4 Stück dazu. Wobei ich ehrlich gesagt immer noch der Meinung bin, dass wir wahrscheinlich 5 Tage noch aushalten werden, beziehungsweise ich noch 5 Tage aushalten muss, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die allerletzte Challenge sein wird, hey, drück doch noch einen Tag durch, mach doch noch einen Tag, ne, wird schon. Nee. Wäre komplett verrückt, aber ich kann es den Jungs vom Orga-Team zutrauen. Das wäre hart. Wäre krass. Ich habe mir mittlerweile ein paar Gedanken gemacht. Favorit ist schwierig. Eigentlich der Otto, weil der ist so gut drauf, ne? Es war mal der Sascha eine lange Zeit, aber Sascha hat ja jetzt gesundheitliche Probleme. Da hat er jetzt Durchfall und alles, weil er die ganze Zeit das Wasser trinkt, ohne Filter oder alles, vom C, was verständlich ist. Dem ist ja die ganze Zeit nur schlecht und er ist nur am ne, sich einkacken. Ja gut, Fritz könnte es auch sein. Also Nova ist ja die ganze Zeit schon jetzt am Boden. Die wird wahrscheinlich nächste Folge, wenn es nicht besser wird, ausscheiden als erste, wie man gesehen hat. Joris hat auch so Stimmungsschwankungen. Sabrina kann ich nicht einschätzen. Da schwankt sie ja auch ein bisschen, ne? Wen haben wir noch? Knossi. Knossi macht sich echt gut, hätte ich nicht gedacht. Der hat sich wieder super gefangen, nachdem er jetzt seinen Shelter umgebaut hat. Also bei dem kann ich es mir auch gut vorstellen, dass der das schaffen könnte. Aber die Hauptfavoriten, ich würde sagen, der Otto ist so der Hauptfavorit, weil der schlägt sich bis jetzt halt am besten, ne? Und er hatte auch noch nicht wirklich so ein extremes Down wie die anderen. Er und der Sascha sind die einzigen, die noch nicht wirklich am Boden waren. Fritz hat es schon gehabt, Joris hat es gehabt, Sabrina, Nova... eigentlich, ne, Knossi hat es, ne, Knossi auch nicht. Knossi hat auch noch keinen Down, ne, ich bin mal gespannt. Also ich würde sagen Otto. Aber ich weiß es nicht, das schwankt so. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, Otto, Fritz, Sascha und Knossi sind schon von der Motivation her gleich auf. Also 4 Leute, bei denen ich echt nicht einschätzen kann, wer das jetzt durchzieht, ne. Aber bei Joris, Nova und Sabrina bin ich fast der Meinung jetzt, dass die das nicht durchziehen. Haben wir fast gestorben. Ja, das war aber scheiße von den Organisatoren, weil die den zu weit draußen rausgeworfen haben und er halt durch die Klippen, wo er hatte, halt die ganze Zeit die Wellen sich gebrochen haben und ihn zurückgespült haben. Das ist halt scheiße, hätten sie drüber nachdenken müssen eigentlich, ne? Was ich als Challenge 1, also als Gegenstand für die Zuschauer, denn so basteln möchte. Und ich dachte ursprünglich, die Puppe wäre eine gute Idee. Ich finde die immer noch mega creepy, aber das ist nichts Funktionelles und nichts, was ich mir selbst wünschen würde, wenn es so eine Verlosung geben würde. Ich habe jetzt aber keinen Kandidaten, wo ich sagen würde, nee, dem gönne ich's nicht oder so. Ne? Die sind alle auf ihre Art liebenswürdig so, ne? Also ich würde es auch Nova gönnen oder Sabrina oder halt Joris würde ich es gönnen. Ich würde es jedem gönnen, wenn das irgendwie durchzieht und schafft durchzuziehen. Aber bei manchen ist der mentale Gesundheitszustand halt jetzt nicht unbedingt der beste, ne? Muss man so sagen. Würde mich mal interessieren, wie das bei einem selber ist, weil ich bin jetzt nicht so der, wo die meisten Kontakt mit anderen Leuten hat, so, aber wenn man halt auch kein Handy hat und kein Insta und kein Facebook, YouTube, alles, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, wie keinen Kontakt mit Leuten haben, ne? Also das ist halt auch so, ne? Deswegen würde ich mich, glaube ich, selbst mehr über einen funktionalen Gegenstand freuen und habe mir Gedanken gemacht. Ja. Über was würde ich mich persönlich freuen, wenn ich es gewinnen würde? Zum Beispiel von der letzten Staffel. Und eine Sache, die mir da in den Sinn geschossen kam, war tatsächlich... Eine Wasserflasche. Hä?
eine stinknormale Wasserflasche, aber die Wasserflasche, die ich schon die ganze Zeit benutze. Ich versehe die gerade mit meinem Namen und dem Seven vs. Wild, nicht Logo, sondern Schriftzug, und hoffe, dass es danach ein bisschen cool aussieht. Werde die noch ein bisschen schmücken. Ich habe da noch ein paar Ideen. Vielleicht wird's gut. Und ja, so oder so, das wäre die Original-Trinkflasche von Seven vs. Wild. Das wäre was, wo ich mich selbst drüber freuen würde. Und ja, ich denke, das ist eine geile Idee tatsächlich. So was Einfaches, Simples. Aber sowas stelle ich mir eher ins Regal als diese hässliche Puppe. Egal wie schön ich die verziehe, die bleibt hässlich. Ah, übrigens, ich habe vorhin herausgefunden, dass es hier tatsächlich Wildschweine gibt, ne? Daraus mache ich mir noch eine Kette. Also heute Mittag, als es so gestürmt hat, ging es mir wirklich bescheiden. Aber seitdem es aufgeklärt hat und das Wetter besser ist und ich basteln konnte, ich was zu tun hatte, ging es mir wirklich deutlich besser. Ich habe immer noch keinen Hunger, ich habe keinen Durst, ich habe heute genug getrunken. Meine Reserveflaschen liegen dort, mein normales Trinkwasser liegt dort hinten. Und eine Kette habe ich auch. Mit der sehe ich so gefährlich aus. Also wenn ich ein Krokodil wäre, ich würde mich jetzt nicht mehr essen wollen. Habt ihr einen Favoriten? Was denkt denn ihr? Das ist mir gerade so gekommen. Ich habe gerade gefragt, was würdet denn ihr sagen, wer das Ding macht? Oder wer hat die besten Chancen so? Also eigentlich jetzt kaum wird das Wetter wieder besser, wird die Stimmung auch bei Jodus und so wieder besser. Das heißt, Jodus ist auch noch wieder im Rennen dabei. Also das kann man halt auch so nicht sagen, ne? Bei Nova zum Beispiel ist es ja komplett das Mentale. Da ist ja egal, ob das Wetter gut oder schlecht ist. Bei Sabrina weiß ich es nicht. Sabrina hat ja auch im Intro einen emotionalen Schwächeanfall. Aber ja, mal gucken. Habt ihr einen Favoriten so? Geil. Ich hab so Bock. Für YouTube mal gucken, wer jetzt noch dabei ist zu der Zeit. Mal in die Kommentare schreiben. Es macht so einen Spaß, hier zu sein. Es ist ein Up and Down, aber jetzt bin ich ganz oben. Es ist geil. Ganz oben zu sein ist crazy. Wirklich. Es macht einfach Spaß. Ich genieße es gerade, hier zu sein. Ich genieße es, die Luft zu spüren, das Wetter, die Natur um mich herum. Es ist einfach so geil. Wirklich. Auch wenn ich kein Feuer anbekomme, scheiß drauf. Ach, Laura. Ich habe ein Shelter. Ich habe Trinken. Ich habe Essen. Was will ich denn mehr? Ich brauche doch nicht mehr. Ich habe doch alles, was ich will. Und selbst Essen brauche ich nicht. Ich brauche nur ein Shelter und ich brauche Trinken. Und beides habe ich. Zu Genüge jetzt. Easy. Werden easy 7 Tage. Komplett entspannt. Mhm. Mal schauen, ob ich das morgen auch noch so sage. Aber jetzt gerade habe ich einfach so Bock, hier zu bleiben. Wirklich. Geil. Nach welchem ersten Satz? Ich weiß gar nicht mehr, was war der erste. Der Sascha ist halt ein richtig freundlicher Typ, ne? Der ist halt ziemlich, der Humor ist, grenzwertig. Vielleicht auch ein bisschen Männerhumor, würde ich fast sagen. Schwierig vielleicht manchmal. Kann man vielleicht als Mann gar nicht so nachvollziehen. Der ist einfach nur gespielt. Was für ein Satz, was meinst du? Irgendwann werde ich Hunger bekommen, das macht mir ein bisschen Sorgen, aber ja, 7 Tage werde ich durchstehen. Tag 3 ist bald rum, die Sonne müsste irgendwo da hinten stehen, ich sehe sie einfach nicht. Heute hatte ich keine wirkliche Stunde kompletten Sonnenschein, aber an sich, ich bin glücklich. Mir macht doch irgendwie das Alleinesein gerade absolut noch nichts aus. Ich dachte an Tag 3, Tag 4. Oder meinst du generell, der egal was er sagt, dass du ihn vom Charakter her unsympathisch oder so fandest oder was? Hey, also habe ich jetzt gar keinen Teilnehmer, wo ich sagen würde, ich finde ihn unsympathisch. Generell, okay. Ja gut, Sascha ist ja, aber das kannst du über Knossi auch sagen. Knossi ist auch nur aufgesetzt und der ist ja auch nicht so. Der spielt ja auch alles komplett vor und überzieht alles extrem und so weiter, ne? Also vielleicht ist es denn ihr Ding, damit klarzukommen, sich selber zu motivieren. Man weiß es ja nicht, weil in den Streams sind sie ganz anders. Da habe ich jetzt mal reingeschaut. Da sind die komplett an. Ja, Knossi nicht, weil der ist ein Entertainer, aber weißt schon, was ich meine. Da finde ich Knossi anstrengender, muss ich ehrlich sagen. Fängt's an, dass ich Leute vermisse. Und klar würde ich jetzt gerne mit meinen Geliebten, mit meinen Freunden Zeit verbringen. Aber ich sag's, wie es ist.
Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Dort hinten fliegen jetzt die Reiher. Ich muss jetzt kurz ruhig sein. Der Reiher ist gerade 3 Meter an mir vorbeigeflogen, weil er mich nicht gesehen hat. Ich darf mich jetzt nicht groß bewegen und muss die zweite GoPro holen. Und ich glaube, er ist hinter mir gelandet. Das wäre meine Möglichkeit, meine Chance, jetzt ein Foto von einem Vogel zu erhaschen. Ganz langsam und leise. Wow, ein schönes Tier und... Jawohl. Man erkennt auf den Bildern, dass es ein Vogel ist. So, die Flasche wird immer, immer besser. Wir haben den Kopf jetzt oben drauf. Wir haben so eine kleine süße Schleife aus genau dem Seil, das ich die ganze Zeit schon für meinen Shelterbau verwende. Also auch da irgendwie so ein Alter. Persönlicher Bezug zu Seven vs. Wild finde ich geil. Das ist doch was. Krank. Krank, krank, krank. Wir sollten ja ein Bild von einem Fisch machen. Jetzt denke ich, eine Möglichkeit gefunden zu haben, ein perfektes Bild zu machen, um diesen Fisch eventuell sogar noch identifizieren zu können. Ja, nämlich ist das ein toter Fisch hier am Strand. Die gibt's im Wasser zuhauf, überall. Ich kann mir gut vorstellen, dass der von einem Barracuda gejagt wurde, an Land gesprungen ist und nicht mehr zurückkam. Würde ich übrigens nicht mehr essen. Mal ganz abgesehen davon, dass da schon alle Krabben dran sind. Ja. Mm. Ich wünschte, ich hätte jetzt gerade ein Teleobjektiv dabei, denn für mich hat sich gerade ein weiterer kleiner Lebenstraum erfüllt. Ich habe dort oben einen kleinen Kolibri gesehen. Ich weiß nicht genau, welcher es war, beziehungsweise wo er jetzt ist. Ich glaube, dort oben sitzt er irgendwo. Aber unglaublich schön, ein Kolibri mal gesehen zu haben, war für mich auch irgendwas, was ich unbedingt mal gemacht haben wollte. Und jetzt erlebe ich es einfach hier, am Strand, an meinem Shelter. Es ist so geil. Es ist unfassbar. Also, alle Sorgen, die ich hatte, sind spätestens jetzt vergessen. Genial. Ah, guck mal, Laura. Ey, wie hoch war da heute schon? Hier sieht man's. Oh, Alter. Schon das Wasser. Ich hoffe, meine Gegenstände sind noch da. Hey, das kann man doch, das weiß man doch im Vornherein. Du siehst doch, wo der ganze Müll liegt. Bis dahin kommt das Wasser. Also, Das weiß man doch eigentlich dann, dass so weit das Wasser kommt. Aber ich schaue jetzt gar nicht erst nach. Wir waren da hinten. Also auf alle Fälle waren sie unter Wasser. Scheiße. So, oder erstmal da rauf. Oh, geil, Dschungeltour, da freue ich mich drauf. Langsam irgendwas finden. Oh, Löcher. Löcher ist nie gut im Boden. Es sind überall Löcher. Sieht so aus, als wäre eine Schlange da oder was weiß ich, welche Tiere solche Löcher überall gibt. Oh, oh, da würde ich niemals durchlaufen. Also da kommt man nicht rein. Da komme ich nicht weiter. Ich versuche es unten mal. Da vorne ist dann Schluss, da komme ich nie und nimmer durch. Und da drüben auch. Mangrovenwald. Ich bin echt in diese Bucht gefangen. Ich komme da nirgends weg. So, also drüben komme ich nicht hoch. Komme auch nicht in den Mangrovenwald rein. Da ist überall Mangrovenwald. Ja, da bleibt nichts mehr über. Da vorne ist auch nichts. Also da vorne war ich schon. Wenn ich da nach vorne gehe, ist auch nur so wie da. Da wird nicht viel sein. Man hätte immer noch die Möglichkeit, ein Floß zu bauen. Und um die Insel rumzuschippern, so ein Stück. Ah, das darfst du ja nicht. Nur 500 Meter vom Lager weg, ne? Ah, scheiße. Stimmt. Oder halt am... Moment. Oder halt hier einfach... Oder einfach hier... Hier entlang laufen, so, wenn Ding ist. Einfach bauen drüber. Ich würde einfach hier entlang laufen, so hier an den Steinen. Aber es ist leichter gesagt als getan Gestrüpp und alles. Ja, das ist so leicht gesagt hier vom Stuhl aus, ne? So, hier langlaufen und hier entlang hangeln, so am besten wie Tarzan, so. Da vorne ist auch nichts. Also da vorne war ich schon. Hey, der Fritz hat in der letzten Seven vs. Wild Season hat er doch auch ein Floß gebaut, ist damit rumgeschippert.
und hat damit gefischt und alles vom Floß aus und hat mit dem Speer ins Wasser und hat sich Fische gekrallt. Falls es jetzt Ironie gewesen sein sollte oder ein Zeppelin. Also so unwahrscheinlich ist es doch gar nicht. Wenn ich da nach vorne gehe, ist auch nur so wie da. Da wird nicht viel sein. Ah, schauen wir mal. Ich weiß nicht wieso, aber heute vergeht die Zeit viel, viel langsamer als gestern und vorgestern. Dann nochmal eine schöne Nahaufnahme, darauf habe ich jetzt gewartet. Ja, interessant. Naja, ich habe heute schon viel gemacht eigentlich. Aber ja, trotzdem, ich versuche mich zu beschäftigen. Aber irgendwann muss man auch Energie sparen, dann heißt es einfach mal... Sag mal, wie schnell wachsen denn dem seine Haare, Alter? Das haben die sich vor 3 Tagen abrasiert und jetzt sind die schon wieder so lang. Alter, was zur Hölle? Einfach mal runterkommen und positive Gedanken in den Kopf zu bringen. Was nicht so einfach ist. Für mich zumindest. Ich muss sagen, bin ein sehr sozialer Mensch. Das heißt, das fällt mir jetzt die ganze Zeit, die Einsamkeit ist schon sehr wild. Wie gern wäre ich jetzt zu Hause einfach bei Paulina. Boah, Schatz, ich vermisse dich so. Ohne Spaß. Und einfach das gewohnte Umfeld, das Bett, Stich, Fliegengitter. Boah, die Fliegengitter, die wir vor kurzem montiert haben. Insektenschutz. Boah, was das ist ja Gold wert. Das ist ja Gold wert an den Türen. Naja, ich versuche positiv zu denken. Es kommt ja wieder. Aber es dauert noch. Was ist eigentlich die Challenge? Boah. Sag zu mir, ich habe was gehört und sehe ich das Teil da. Das einfach aussieht wie ein scheiß Krokodil. Fuck off. Was ist das da überhaupt? Oh oh. Keine Ahnung. Und ist ein Nest, hä? Was ist eigentlich die Challenge? Ach, Naturfotografie hier. Ja, jetzt haben sie nicht wirklich. Jetzt haben sie nicht wirklich viel zu tun gerade, ne? Einfach nur Shelter ausbauen und. Also Mocky, das sehe ich uns auf jeden Fall auch. Die Laura nehmen wir auch mit. Da haben wir auch schon mal Free vs. Wild. Da würde ich sagen, die Nicole und die Chrissy auch noch. Und ein Vladi. Suchen wir uns eine Insel aus, lasst uns aussetzen im Kreis und gib ihm. Das ist dann quasi Nerds vs. Wild. Nerds in the Wild. Oh, das ist geil, die Idee. Bald hat die Insel keine Pflanzen mehr. Vor allem, da legt er mehr Äste drauf als wirklich Blätter. Anstatt dass er das einfach klein macht und hier überall die Äste abmacht, die dicken, und das ganze Stück hier wegschmeißt, wo nichts dranhängt. Die Shelter wird ja fast schon bald zur Luxusvilla, wenn es so weitergeht. Ja, Wahnsinn. Bald kann ich Eintritt verlangen. Und direkt Airbnb. Ah ja, muss sowieso jetzt. Ich finde die Shelter doch echt mega, oder Freunde? Viel zu kurz. Also da richtig fett vom Boden weg. Dann da drüben nochmal so drauf. Dann, ja. Ich finde das mega, dass das alles hält. Feier ich. Hier natürlich die Gegengewichte da hinten für die langen Stangen. Ja, war schon einiges an Arbeit. Ah ja, jetzt ist der dritte Tag. Jetzt ist mal halbwegs fertig. Aber es ist ja bekanntlich nie fertig. Bin schon gespannt auf die Challenge morgen, die kommen wird, und auf die Nacht. Ich hoffe, dass ich durchpennen kann. Einfach durchpennen. Ich habe schon mir ausgerechnet, da müsste Norden sein, ausgerechnet, ist gut gesagt. Da geht einfach die Sonne auf. Also im Osten, was geht sie da hinten? Oh, was machst du? Ich sehe also nie einen Sonnenuntergang. Was machst du? Aber zumindest einen Sonnenaufgang. Was vielleicht wahrscheinlich eh nicht so gut wäre, weil dann würde ich nur sehr zu emotional werden, was ich ja jetzt schon bin. Dieses isolierte, ausgesetzte Feeling war nicht schön. Weg von Familie und Freunden. Hey, was machst du? Freundin, das ist scheiße. Ah ja. Probierst du dich gerade wieder aus? Schon langsam werde ich zu Bett gehen. Habe jetzt auch ein bisschen hier angenehm chillen.
Mach mal bitte nur Abo-Modus aus. Nur Follower-Modus aus. Das ist scheiße. Ich habe mich jetzt nochmal dazu entschieden, eine kleine Pause zu machen, weil ich gerade echt ganz schön kaputt war nach dem Bauen von dem restlichen Shelter. Ich muss sagen, dass mich die Challenges irgendwie so ein bisschen stressen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise frustrieren, weil ich glaube, man muss die am besten direkt morgens machen, wenn schon. Man noch hab Energie hat. Und die letzten Tage habe ich damit verbracht, eben mein Shelter zu bauen, dass ich irgendwie ja sicher durch die Nacht komme. Und ja, jetzt gerade bin ich das erste Mal. Ja, kein Wunder, dass hier niemand kommt, also. Erste Mal an einem Punkt, wo ich sage, okay, mit dem Shelter kann ich leben. Ich habe da jetzt schon 2 Nächte drin geschlafen. Ist zwar hart, aber letzte Nacht habe ich sogar geschlafen. Das heißt, ich wäre damit jetzt erstmal soweit happy. Aber ich merke halt, dass ich dadurch halt kaum Energie habe. Also wenn ich mir denke, ich muss jetzt nochmal losziehen, tief in den Dschungel rein. Da graut es mir ehrlich gesagt vor. Das sieht voll nach dem System aus. Wie das schon alles aufgeschichtet ist, so. Das siehst du nichts außer da oben. Das siehst du nichts durch. Da ist alles komplett dicht hier. Ja gut, hier unten, aber hier an sich. Also das hat schon System, ne? Ein bisschen. Ja, jetzt gerade nicht, ne? Was das ist. Was direkt sowas ist. Direkt bam. Und dadurch frustriert mich das irgendwie so ein bisschen, aber... Aber ist ja nicht schlimm, wenn man sich verdrückt, wissen wir ja jetzt, dass ich es wieder deaktivieren kann jederzeit. Das ist ja ganz gut. Andererseits will ich mich damit auch nicht stressen oder mir damit jetzt schlechte Laune machen. Ich habe gerade noch mal kurz drüber nachgedacht, ob ich doch mich noch mal der Challenge widme. Aber ich habe mich tatsächlich jetzt dagegen entschieden, weil es ist... glaube ich, schon relativ spät. Also es dürfte nicht mehr lange dauern, dass die Dämmerung eintrifft. Hey, fotografier doch irgendwelche Tiere, wo easy zu fotografieren sind. Irgendwelche Schnecken, die GoPro ins Wasser halten, einfach ins Wasser laufen, dass es irgendwas so tief ist, so einen halben Meter tief ist, dass es dir halt bis zu den Oberschenkeln geht, wo du halt einfach nur barfuß reingehst und die Hose hoch machst. Dann hältst du einfach die Kamera rein, drückst immer wieder mal auf Auslösen, bleibst ein bisschen stehen, dass die Fische sich an dich gewöhnen und guckst, dass du halt irgendwie Fische drauf bekommst und halt irgendeinen Vogel in der Luft einfach so warten und einfach draufdrücken. Egal, Hauptsache du siehst, dass es ein Vogel ist. Wie kann man denn einfach aufhören? Und ich bin einfach so kaputt von dem Tag, von dem Regen, diese... Das ist ja nicht immer eine anstrengende Challenge. Kälte, dieses Shelter bauen. Das hat mich einfach... komplett geschlaucht und ich bin jetzt gerade in diesen klammen Klamotten, damit ich nicht zerstochen werde und friere trotzdem noch. Ja, es ist halt alles noch teilweise nass und alles noch nicht richtig trocken und meine Füße sind nass und es juckt mich am ganzen Körper. Ich zitter. Da macht es einfach, glaube ich, jetzt keinen Sinn, loszuziehen und in den Dschungel zu gehen. Ich muss wirklich sagen, dass mich das ein bisschen frustriert. Durchziehen, Mocky, durchziehen. Wir sind hier doch nicht bei den Weichtieren. Aber es geht einfach. Ja, klar. Ich glaube, ich muss da jetzt halt einfach irgendwie so ein bisschen Vernunft walten lassen, weil ich auch nicht genau weiß, was ist, wenn es dann gleich dunkel wird. Und oh nee. Das stellt man sich, das haben die doch auch schon in der einen Folge gesagt, das stellen die sich ziemlich, ziemlich romantisch vor immer so, eine tropische Insel. Schön Sonnenschein, man liegt am Strand, schön Sandstrand. Und man legt sich hin, holt sich mal eine Kokosnuss runter, schlürft die und so. Aber dass die halt so ein scheiß Wetter kriegen, ne, das hat halt keiner vorher ahnen können. Das ist halt Schicksal jetzt, dass die halt gerade eine Woche erwischt haben, wo das Wetter richtig beschissen ist. Das kann auch sein, dass du Wochen hast, wo dauerhaft strahlender Sonnenschein ist, wo das komplett... schön warm ist, ist doch was ganz anderes. Wenn du nur die Mücken als Problem hast, dann ist das doch komplett easy. Leider habe ich... Backseat.
Ja, würdest du das machen, Mogi? Wenn du die Möglichkeit geboten kriegst, dass du mal irgendwo eine Woche mit vier Gegenständen in sowas reingehst, würdest du zusagen? Jetzt mal ohne Scheiß. Du hast sowas auch noch nie gemacht, oder? Geht nicht mehr. Man sieht doch, wie hart es sein kann, teilweise bei den Dingern, ne? Du bist dauerhaft nass, die Haut quillt auf, du bekommst irgendwelche Ausschläge, irgendwelche Pilze, du verdirbst dir so schnell den Magen, ihr ist schlecht die ganze Zeit. Ich habe noch eine andere Sache, die mich gerade noch ein bisschen stresst. Und zwar... Moment. Wenn er mich so stark informieren, ne? Wenn ich jetzt sowas sehe, würde ich mich über alles informieren, was man in der Situation macht, was man da machen kann, welche Pflanzen in der Region sind, wie die aussehen, was die für eine Wirkung haben gegen vielleicht Durchfall oder irgendwas. Gibt's ja alles, die man als Medizin benutzt. Oder zum auf eine Wunde auftragen, für die Heilbeschleunigung, ja. Und sowas halt, ne? Da muss man sich halt viel detaillierter damit beschäftigen. Dann ist es, glaube ich, auch angenehmer. Aber du kannst halt nichts machen, wenn du halt eine Insel hast, wo es eine Woche lang jeden zweiten Tag schüttet wie aus Eimern. Es sei denn, man nimmt sich einen Tarp mit. Dann hat man auf jeden Fall ein Dach, das trocken ist. Und alles außenrum ist ja dann erstmal relativ. Ich glaube, ich hätte mir auf jeden Fall einen Tarp mitgenommen. Keine was? Meinst, die hatte... Keine Kurse. Ja, schon, aber nicht so detailliert, oder? Ich meine, das merkst du dir doch nicht alles. Die hatten Crashkurs einen Tag vorher, das war's, ja. Und zwar neigt sich so langsam mein Wasser dem Ende. Das ist das, was ich noch von der Nacht übrig hatte und was ich heute den ganzen Tag über getrunken habe. Also, ja, mehr war's dann heute nicht. Und ich habe vorhin schon mal geguckt. Hä? Es hat sich tatsächlich ein bisschen Regenwasser im Topf angesammelt. Das werde ich jetzt noch mal kurz umfüllen. Irgendwie. Weil ehrlich gesagt, das Flusswasser sieht immer noch total pekig aus. Also ich glaube, im Notfall würde ich es... Oh, es ist so kalt heute. Es hat nur eine Person einen Filter dabei, ne? Ich glaube, das ist Joris... Oder zwei? Knossi auch? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube, zwei Leute, ne, haben einen Filter dabei. Wer hätte das gedacht im Dschungel, wo normalerweise irgendwie Hitze ist und wo du mit der Hitze nicht klarkommst, bin ich die ganze Zeit am Frieren. Oh. Du siehst die nämlich gar nicht benutzen. Ich bin der Meinung, die hätten alle Feuer gebaut am ersten Tag. Ja, zum Abkochen halt, ne, dass du erstmal ein paar Liter abkochst, dass du für jeden Tag deine Flasche hast und dass du erstmal, was weiß ich, dass du dir für jeden Tag zwei Flaschen abkochst von den 0,5ern, dass du mindestens mal einen Liter hast. Und das dann einfach hinlegst. Aber das ist halt, die Priorität ist halt erstmal der Shelter, ne? Die Priorität ist halt, hat der Survival-Experte halt gesagt, dass man erstmal den Shelter baut und danach ein Feuer machen. Die hatten doch alle ein Feuer, aber die meisten... Also Knossi hat es benutzt, um sich eine Kippe anzumachen. Wir hatten noch ein Feuer gehabt. Ballert sich das Zeug. Ja gut. Otto, der Schwitzer war auch wie Sau, ne? Also ich glaube, der ist in Wechseljahren oder sowas. Ja klar, überleben eh. Erstmal chillen und gucken, dass Regen kommt, ja. Und dann denken, scheiße, ich muss noch so viel machen. Jetzt hätten sie es. Ja gut, es haben welche versucht mit Feuer und sie hat gescheitert, ne? Das war halt auch mies. Wo war ich? Ach so, ganz im Notfall, bevor ich gar kein Wasser habe, würde ich das auch trinken. Ich glaube, so schlimm ist das nicht. Das ist ja grundsätzlich jetzt sauberes Wasser, halt mit ein bisschen Dreck, aber... Also Wasserfilter würde ich auf jeden Fall mitnehmen, ne? Also das ist eine Nummer 1 Priorität neben Feuerstahl. Ist eigentlich ein Tarp erlaubt, Horus? Ich will jetzt nicht nachgucken. Ist so ein Tarpdach erlaubt? Hätte man einfach ein Tarp mitnehmen können, das zwischen zwei Bäume spannen können? Also so oder halt so leicht schräg und dann oben
oben aufhängen, damit es eine Spitze gibt, oder ist ein Tarp verboten? Weil ein Tarp ist ja nur ein Dach, das ist ja ohne Wände. Aber du kannst dich schon mal drunter hocken, ohne nass zu werden. Ja, ist ja egal, Hauptsache du wirst nicht nass. Überleg mal, wie gut das denen gehen würde, wenn die so ein Tarp dabei hätten, wo sie sich drunter legen können. Die Seiten vom Tarp kannst du auch mit so Stöcken machen und dann zumachen mit Wedeln. Nur täuscht es. Ich bin den ganzen Tag, mir geht's super. Ja, aber ich warte jetzt einfach noch mal ein bisschen ab, bis der Durst wirklich so groß ist oder spätestens bis heute Nacht, also bis heute Abend. Ich glaube, ich hätte es mit dem Tarp probiert. Und dann außenrum mit Bambusstöcken ein Dach gebaut. Alter, das sind keine Profis, das sind alles Amateure außer zwei. Von denen kannst du nicht erwarten, dass die wissen, wie man überhaupt was macht. Wenn ich da ausgesetzt werde ohne alles, ich kacke mich da ein und drücke am zweiten Tag einen Knopf. Ja, weil es einfach nur Show sein soll. Die wurden ja alle angefragt, weil sie genau wissen, dass die gute Leute unterhalten. Gut, und dann, ich kann auch nicht mehr reden. Das erste war ja, beim ersten waren aber auch 7 Gegenstände dabei. Die haben auch viel Zeug dabei gehabt, wo sie benutzt haben. Dann hole ich mir Wasser heute Abend, damit ich im Notfall für die Nacht was habe. So, ich habe mich jetzt in mein Shelter verkrochen. Ich fühle mich die erste Nacht so richtig sicher hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell von da oben ein bisschen durchtropfen könnte. Wenn das der Fall ist, dann muss... Ja gut, einen Knossi haben sie genommen, weil er so eine große Klappe gehabt hat, ne, und gesagt hat, er schafft das locker, easy, wir sollen ihn einladen. Dann haben sie ihn halt eingeladen, ne? Sabrina macht ja Outdoor-Videos, aber das geht halt auch nie über einen Tag raus. Die war noch nie irgendwo längere Zeit draußen im Nassen und so weiter, ne? Der Einzige ist halt der Otto. Der Otto hat richtig gute Chancen, weil durch die Bundeswehr waren die halt auch im Dschungel tagelang in Einsätzen und so weiter. Da war es natürlich trockener und du warst mit vielen Leuten, aber der Fritz auch ganz gut dabei. Das war's eigentlich. Eigentlich nur der Fritz und der Otto. Alle anderen haben eigentlich überhaupt keine Erfahrung, was das angeht. Muss ich null. Irgendwie nochmal nacharbeiten morgen und ganz im Notfall ja wieder die Regenjacke drauflegen. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich unterhalten, ich find's gut. Man kann sich da viel mehr reinversetzen in die Leute, weil man denkt sich, okay, ich weiß auch nicht mehr. Auch aber nicht, du musst ja auch Geld auch wieder reinbekommen. Ja, Sascha eigentlich auch. Sascha durch sein Fitness, den kennt man eigentlich auch, ja. Wurde mir auch schon öfters vorgeschlagen, vorher schon, kannte ich den Namen schon. Sabrina, eine kleine Outdoor-YouTuberin. Nova, ja, schon ein bisschen bekannter, ne? Nova ist auch bekannt. Aber Sabrina, eine ganz kleine Outdoor-YouTuberin. Dann der Joris, Wildcard-Gewinner. Der ist auch ein ganz kleiner Streamer gewesen. Jetzt ist er größer geworden dadurch. Respekt, jetzt hat er 1300 bis 1500 Zuschauer, allein durch das jetzt. Sehr großen Respekt, was das schon alles an Reichweite generieren kann, ne? Wenn du da nur mitmachst. Ja, am Stream Fitnessleute. In der gleichen Kategorie. Nur nochmal gefragt, weil er bei Staffel 1 abgesagt hat, weil er sich nicht getraut hat. Wobei, dann kriege ich wieder die Moskitos ab. Muss ich mal sehen, falls es jetzt nochmal regnet. Bis jetzt sieht der Horizont sehr schön aus. Ich finde es gut, wie gut man sich darüber unterhalten kann, ne? Das ist so geil, das Format. Es sieht nicht so aus, als wenn es regnet. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ich merke hier überhaupt nichts vom Wind. Es ist so eine angenehme Wärme hier drin. Ich habe mir jetzt... Was ist denn das? Hä, was ist das für ein Set? Ach, das ist das Erste-Hilfe-Set, da war es nicht aufgemacht, oder? Aha, was ist das? Kletterausrüstung oder was? Hier so ein kleines Regal gebaut, beziehungsweise ja so eine kleine Ablagefläche, wo ich meinen ganzen Kram verstauen kann.
Meine Schuhe sind immer noch klitschnass, die stehen da, sind im Notfall auch vor Regen geschützt. Moki, du musst auch mal überlegen, was das für eine Riesenchance ist, wenn du da einfach nur dabei bist, was du da an Reichweite generierst, was du da einfach aufsteigst auf Twitch und auf YouTube oder so, ne? Weil du einfach bekannt wirst dadurch, weil das sich Millionen, schauen sich Millionen Leute an? Auf jeden Fall zigtausende Leute schauen sich das an. Sogar in Amerika haben sie jetzt gesagt, dass sich das Leute angucken mit automatischen Untertiteln und so weiter. Und du wirst halt einfach riesengroß dadurch. Also eine Zeit lang wirst du halt richtig bekannt und dann bleiben halt auch ein paar Leute. Ja, aber du bist auf jeden Fall bekannt. Du bist bekannt. Jodis hat 1500 Zuschauer auf Twitch. Das hat er vorher nicht gehabt. Das war ein kleiner Streamer. Ansonsten mein Feuerstahl, damit ich ihn nicht verliere, der hängt immer noch hier. Ein Feuer, darauf kann ich heute verzichten, das wird nichts. Ja, und noch so ein paar Sachen, die jetzt hier noch trocken müssen. Die liegen hier noch. Genau, und damit werde ich mich jetzt verabschieden für heute. Ich freue mich total, dass jetzt wieder ein Tag geschafft ist und freue mich auf morgen. Bin gespannt, was der morgige Tag so bringt, was für eine Challenge auf mich wartet. Ja, und hoffe, dass die Nacht jetzt gut wird und ich hoffentlich viel schlafen kann. Mua, gute Nacht. Guck mal, jetzt hat sie wieder gute Laune. Das schwankt so bei den zwei, ne? Das ist so ein Ding, so. So, gehen wir auf der Suche nach den Tieren. Otto! X. Jawohl. So, ich hoffe, ihr seht sie. Das ist auch wieder dieselbe, die der Joris da gefunden hat. Na gut, man muss sagen, Joris ist genauso. Warte mal. Taubes etwas. Damit ist die Spinne im Kasten und ich weiß, dass sie auch in Mangroven lebt. Zack! So, kleines Abendfazit an Tag 3. Mir geht's richtig gut. Heute der Tag war so, fand ich persönlich der beste, weil es hat nicht die Sonne geknallt, es war am Regnen, es war kühl, also genau mein Wetter, bloß nicht so heiß. Und man kommt gefühlt so langsam an. Also wenn man so weiß, alles klar, jo, so ist das jetzt, wenn es so gerade die Flut am Weggehen ist. Ich weiß, da hinten ist mein Lager. Ich weiß, da hinten kommt irgendwann der Fluss, wo ich Frischwasser tanken kann. Darüber gehe ich und hier läuft dieser Mangrovenfluss lang, rein in die Mangroven. Auf der anderen Seite war ich auch schon gewesen. Ich frage mich, warum haben denn die GoPros so eine schlechte Qualität? Also das ist doch maximal, ist doch das 720p, oder? Das sind doch bestimmt... Wieso haben die da keine richtig guten... Ich weiß schon. Wieso haben die da denn keine richtig guten GoPros genommen? Guck mal die Videoqualität von der GoPro an. Da kann ich auch eine Legria Mini nehmen von 2010. Die hat die gleiche Qualität wie ihre GoPros. Aber das ist doch bei allen genauso, oder? Wo richtig Ebbe war... Oder meinst du vielleicht von dem Salzwasser so verschmiert so ein bisschen milchig oder so? Ja, ich weiß, wo ich meinen Müll finden muss, also es ist easy. Es ist wirklich gut, ich fühle mich gut, ich habe heute genau gar nichts gegessen, sondern nur was getrunken. Guck mal, auf die Nähe ist er echt gut, aber auf die Entfernung, da wird's verschwommen ein bisschen, da wird's so ein Pixelbrei so ein bisschen. Gestern Kokosnuss, aber mir ist auch gar nicht nach Essen. Ich habe im Bach in Mangroven viele Fische gesehen. Es wäre easy, da Fische zu fangen. Ich bin jetzt gerade am Hader mit mir und sage, Otto, was machst du denn jetzt? Bambus ist auch hier, Bambusreibe könnte man machen. Oder Glasflasche habe ich auch schon eine gefunden, um Feuer anzumachen. Ich könnte mir Fisch zubereiten. Aber das fühle ich gerade gar nicht. Eine Actioncam, weil die einfach nicht auf Panorama ausgelegt ist oder was? Hauptsache, man bekommt mit, was die Leute halt hautnah machen oder was so. Weil auf die Nähe ist die halt ganz gut, ne? Da ist die auch ziemlich detailliert so ein bisschen, ne? Da siehst du auch alles und... Na gut, die Haare sind ein bisschen unscharf, aber an sich ist die gar nicht schlecht, ne? Sag mir, jo. Ess halt einfach nichts, genieß das hier, lass die Tiere hier leben und... 1080p haben sie. Schau dir an, welche Tiere du siehst. Und das... Vielleicht wandelt sich das nochmal die nächsten Tage, falls der Hunger kommen sollte, aber so jetzt tatsächlich... spüre ich das nicht, ja. Feuer auch nicht, weil mir einfach ununterbrochen warm ist. Selbst aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine 4K-Cam ist. Oder eine 2K-Cam. Maximal 1080. Jetzt, wo alle anderen wahrscheinlich sofort immer noch dicke Klamotten an hätten, habe ich nichts an. Außer natürlich Hose und Unterhose. Nee, Unterhose habe ich nicht an. Ja,
Ich fühle mich gut. Morgen schon Tag 4. Und weiter geht die wilde Fahrt. Das ist die neueste Folge, ja. Von gestern die. Das ist die neueste Folge. Aber ich würde halt den Leuten die bestmöglichen Cams mitgeben, GoPros mitgeben. Ich würde den bestmöglichen... Ja, daran habe ich nicht gedacht. Gut, dass du es jetzt schreibst. Sonst brauchst du ja ewig riesige und viele Speicherkarten. Ne, am besten nichts dazu sagen, wegen Oma. Am besten nichts. Nein, kein Spoiler. Nix, kein Spoiler. Oder meinst du wegen ach so, das... Lichtstudio auch? Die besten Camps sind fast alle nicht wasserdicht. Echt? Die sind nicht wasserdicht? Ja, ich hätte halt die bestmöglichen GoPros mitgegeben, wo halt, was weiß ich, 2K oder so haben. 1000, wie viel ist es? 1440 oder so, ne? Oder ne, was ist 2K? 2K ist, ...2560 mal 1440, ja genau. Aber das, wie Horus schon gesagt hat, es kommt ja darauf an, dass du halt das alles auf eine Speicherkarte bekommst. Sonst brauchst du eine Speicherkarte mit 1 Terabyte pro Tag oder so gefühlt, ne? Also, ja, ist richtig. Ja, okay. Verstehe ich, okay. So, mein Bettchen. Nachdem ich erste Nacht... Denke, die überleben, dann in die Luftfeuchtigkeit. Ja, aber die sind doch komplett eingepackt. Ich habe ja auch eine GoPro da. Die sind doch komplett in diesem Plastik-Etui drin und zu und du klippst es rum, dann schließt sich so ein Dichtgummi und alles. Aber das kriecht auch rein wahrscheinlich, ne? Auf Dauer. Nur auf den Holzplanken geschlafen hab, den Bambus. Zweite Nacht wurde es Styropor. Das sind doch alles GoPros, was die haben. Die haben doch 2 GoPros. Dann ist es jetzt das hier mit der Nacht. We will see. Sehen wir mal, wie viele von den Badelatschen da rumfliegen. Ja, das wird heute Nacht meine Unterlage zum Draufschlafen. Ich werde berichten, wie das war. Aber schon irre, wie viele Badelatschen hier rumfliegen. Fritz! Freunde, aus dem Nichts grummelt der Magen. Ich hoffe, dass es nach 3 Tagen jetzt das normale Geschäft ist und nicht irgendeine flüssige Variante, die da zum Vorschein kommt. Ich habe mir ein bisschen Wasser mitgenommen zum Spülen. Und dann haue ich mich jetzt einfach hier irgendwie hin. Nee, nicht am Shelter. Dann gucken wir mal. Kleines Update. Es ist alles im festen Bereich. Hatte schon kurz ein bisschen Schreck. Ja. Super. Kleines Update. Das ist mein Ausblick. Ist es nicht einfacher, irgendwo in den Mangrobenwald zu gehen und einfach ins Wasser zu kacken, ganz ehrlich? Dann stinkt's nirgends am Strand, du spülst einfach weg und gut ist. Einfach Speicherkarten sammeln, wie damals Game Boy Spiel. Ja, stimmt, je größer die Datei ist. Bei den Crocs. Hä, als ob die das gleich mitkriegen, wenn du da reinkackst. Also bitte. Wie kannst du das nicht anschauen? Ja, dann hast du sie die ganze Zeit am Strand rumliegen und wenn ein starker Wind kommt, da hast du sie in der Nase abends. Ja, klasse. Es sei denn, du gehst ewig weit weg und hast da irgendwo eine Ecke, so 100 Meter, 200 Meter entfernt irgendwo oder so. Und hast da so ein Loch im Boden gegraben oder sowas. Aber ich kack doch nicht einfach an den Strand. Der kackt da ja einfach hin, der Kerl. wie Hunde. Das eigentlich. Herrlich. So, ich bin gerade mal hier ein bisschen am Erkunden. So langsam geht's Wasser wieder weg. Der Bereich hier ist schon frei. Dort drüben muss ich leider noch warten. Aber schaut mal, was ich hier gefunden habe. Ein Pufferfisch. Ein Kugelfisch.
es stand ja nicht da, ob tot oder lebendig. Von daher mache ich jetzt ein Foto und dann haben wir safe auf jeden Fall einen Fisch gefunden. Für unsere Naturfotografen-Challenge. Bin hier nochmal an dem Punkt, wo mein Packsack lag. Und wollte mir so ein bisschen das Wasser angucken, um die Felsen drumherum. Aber keine Chance, hier irgendwie schnorcheln zu gehen. Das Wasser ist komplett brackig, man sieht überhaupt nichts. Strömung knallt hier rein, also das kann ich vergessen. Auch da drüben ist es ultra wild. Und alles ist so braun-matschig, sodass man eh nichts sieht. Stell dir mal vor, du hast einfach eine Hängematte dabei und spannst die einfach hier auf. Und schläfst dann einfach so direkt hier so über Wasser. Also da kommt die Flut auf jeden Fall nicht hin, ne? Und gehst einfach hier, das sieht schon stabil genug aus dafür, ne? Einfach hier in die Hängematte legen und chillen. Natürlich ohne Dach scheiße, wenn es regnet, aber ohne Regen ist das natürlich top, oder? Einfach hier aufspannen. Ja, weil man da vom Boden weg ist. Du hast keine Tiere, wo dich bumsen können von unten. Du hast nichts. Du hast nichts, was dir gefährlich werden kann. Du bist über der Klippe. Unten ist halt Wasser. Wenn es halt abreißt, hast du halt ein Problem. Aber du hast keinerlei Feinde, wenn du hier bist. Von daher hat sich das mit dem Storchen für mich auf jeden Fall erledigt. Ich hoffe, die anderen haben ein bisschen bessere Verhältnisse. Du musst halt sehr großes Vertrauen auf deine Schnüre haben von der Hängematte, ne? Aber keine Chance hier. Zeig das nochmal. Oh, es geht ganz schön runter. Ich war heute Vormittag klitschnass vom Regen. Jetzt bin ich schon wieder nass vom Schweiß. Ich habe jetzt die letzten beiden Palmwedel geholt. Daraus kriege ich nochmal 4 Dachschindeln. Und dann ist das Ding, glaube ich, echt gut. Ich werde es nachher nochmal im Detail filmen. Und bin gespannt, wie sich es in der Praxis macht, wenn der erste Regen kommt. Durch den ganzen Regen ist auch das... Durch Regen werden Teil des Erdbodens abgespült und rinnen hinunter. Die Folge könnte Verunreinigungen in sonst schwerstofffreiem Süßwasser sein. Na klasse. Don't do stupid things, das würde die dir auf den Arm schreiben. Hä, warum? Ist doch safe. Also, komm, das hält doch. Wasser ein bisschen... Naja, erdiger, sagen wir mal so. Aber bisher vertrage ich es. Alter, einfach kein Filter und nix. Und er ist auch so ein bisschen der Einzige, der mit Dingen arbeitet, mit Zeitraffer arbeitet, ne? Die anderen, die machen das alle nicht irgendwie. Das kann man anscheinend einstellen. Es hieß mal, dass man das einstellen kann auf GoPro. Dass man die Geschwindigkeit erhöht oder drosselt. Haben sie ja gesagt, wie Knossi sich verletzt hat. Knossi hat sich ja verletzt und hat alles im Zeitraffer langsamer abgespielt, dass du nur noch so ganz einzelne Bilder hattest. Also ich weiß jetzt nicht, ich bin mir jetzt sicher, ob es der Schnitt ist oder ob es absichtlich eingestellt wurde. Kann natürlich auch sein. Weil wie gesagt, Knossi konnte es ja auch verlangsamen. Aber wahrscheinlich wird es der Schnitt sein, ja. Weil sie sagen, das dauert alles viel zu lang. Die Sonne geht fast wieder unter, zumindest sieht so aus. Sie war ja heute nicht einmal richtig draußen. Ja, die Teilnehmer denken da bestimmt nicht dran. Also verlangsamt geht ihr anscheinend, aber... Yes. Viel einfacher, wenn es der Schnitt macht. Alter, ich habe die letzten Stunden jetzt hier wirklich nochmal... Alter! ...alles komplett dicht gemacht, bis hier oben ran. Ich denke, das sollte reichen. Wenn es hier ein bisschen die Wand runterregnet und runterläuft, stört mich das ja nicht, weil ich bin ja hier so frei hängend. Es sieht auf jeden Fall richtig, richtig aus. Naja, da, guck mal, überall noch die Löcher, da tropft es. Wenn es da richtig regnet, kommt sie überall durch, ne? Mal gucken hier, ne? Was ist da los? Ja, okay. Ab und an so. Da würde ich gar nicht dran denken. Ich würde es einfach machen und dann wundern, warum die Speicherkarten ständig voll sind. Und warum ich am vierten Tag nichts mehr habe zum Aufnehmen. Hier hat man nochmal so ein kleines Löchlein. Aber ja, testen wir es einfach mal aus. Stell dir mal vor, du bist so einer wie ich und checkst es einfach nicht. Und tust den ganzen Speicherplatz aufbrauchen. Und dann kannst du ab Tag 4 nichts mehr filmen, weil alles voll ist.
wie das Ganze wirkt, wenn es regnet. Klasse. Oh, ich bin richtig am Arsch, Alter. Klasse. Einfach den ganzen Tag an diesem Dach gebuckelt. Na gut, und wir hatten noch das Gewitter. Und da muss der Schnitt was draus machen. Ja, hier sieht's so aus. Und ich werde jetzt mal eine Aufnahme machen mit einem langen Stock und die GoPro festmachen, wie das von oben aussieht. Am ersten Tag selbst umbringst. Im Briefing schon. Im Briefing, wenn sie schon rausfinden, okay, lass mal lieber. Da kommt da ein schlechtes Image auf uns zu. Der will sich eine Hängematte über einer Klippe aufbauen. Der will keine Ahnung was machen. Der will unterm Stein schlafen. Und lass mal lieber. Der ist zu gefährlich für uns. Nossi. Ich merke, dass es anfängt, jetzt anders zu werden als die ersten beiden Tage. Das mache ich auch gern. Das ist echt hart. Das ist kein Campingausflug. Guck mal, wo ich hier bin, einfach. Ich sehe hier niemanden. Dritter Tag. Ich sag immer, hey Krabbies, zu den Krabben. Krabbies. Greenie habe ich jetzt noch. Ich rede mit denen und ich rede mit euch. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so ist. Ich rufe auch nach den Vögeln. Geil, ne? Die Kameras laufen ja hier. Der Tag hat 24 Stunden, die Kameras läuft ja nur ab und zu. Aber ey, der Rest des Tages passieren ja auch Dinge. Da denke ich auch nicht mal, ich denke da auch gar nicht, oh, muss da jetzt eine Kamera dabei sein. Ist echt schlimm eigentlich, ne? Dann fliege ich aufs Maul, dann war auch keine Kamera dabei. Das ist halt, wenn du das selber filmst und dokumentierst, halt keine Garantie, ne? Wie wenn jetzt zum Beispiel irgendein Kameramann dabei ist. Ich rufe einfach so einen richtig schönen, fetten, gelben Pickel. Ah, geil. Ich rufe auch die Vögel und sowas. Komm! Die kommen nicht. Ich habe einen Tukan fliegen sehen. So schnell kann ich hier kein Foto machen für die Challenge. Das kannst du ja vergessen. Ich muss jetzt ins Wasser. Ich schwitze wie ein Schwein. Kurz ausruhen. Und dann geht die Sonne schon bald unter. Ich denke dann an Sascha, wie immer. Ich denke abends immer an Sascha. Ich hoffe auch an mich, weil er hat das auch schon vergessen, dass wir uns abends zurufen. Ich weiß nicht, ob er es schon vergessen hat. Ich glaube, es wird jetzt immer sentimentaler, aber ich denke an meine Freundin jetzt oft, an meine Frau. Ja. Ich denke jetzt, warum kann nicht schon Tag 5 sein? Es ist Tag 3. Aber ich bin zum Beispiel einer, ich fummel mir den ganzen Tag irgendwie so im Gesicht rum, so, weißt du? So unbewusst, so oder mal so. Und sobald ich irgendwo was merke, wo irgendwo so ein kleiner Hügel ist, dann wird schon dran rumgekratzt. Da wird schon angefangen und das ist natürlich auch geil im Dschungel, wenn du irgendeinen Pickel aufdrückst und da kommen dann schön Bakterien rein, das entzündet sich dann richtig geil. Cool. Ab ins Wasser. Ist geil, ne? Dann lasse ich ein bisschen wachsen jetzt. Ich schneide immer aus und alles weg und lasse das im Mittelstück. Habe ich gerade Bock drauf. Hatte ich schon mal. So, meine Lieben. Oh Gott. Ich bin gerade dran, weil mir die lange Unterhose und die Nässe auf den Sack geht, baue ich mir einfach eine eigene Unterhose. Ich habe auch schon eine Idee. Ich habe diese Schnur hier im Müll gefunden. Sexy, ey. Ich werde mir sämtliche Palmenwedel voll reinballern. Von vorne bis hinten. Dann habe ich was ich tagsüber tragen kann und mich einfach ein bisschen wohler fühlen. Oder einfach eine Kokosnuss und halbieren und gut ist. Guck mal, Laura. Ah, ist doch ein Bild von einem Mann. Vor allem jetzt die Aufnahme. Ein Bild von einem Mann. Ich find's echt angenehm. Ich find's wirklich angenehm. Okay, aber das dauert. Das wird Tage dauern, glaube ich. Bis ich das richtig so nach... Das ist wie ein Unfall, da kann man einfach nicht wegsehen. Meinen Bedürfnissen
geformt habe. Ne? Aber top schon. So, meine Lieben. Alles verdreckt hier oben. Alles matschig. Aber ich habe eine neue Unterwäsche. Und die tut richtig gut. Alter! Die tut richtig Alter, gut. Alter, geil! Weil die andere jetzt in eine nasse rein. Ich könnte nur noch kotzen. Die Sachen werden alle nie wieder trocken. Es sei denn, ich krieg's morgen irgendwie hin, mal ein Feuer hier zu machen oder so. Aber ich bezahle. Guck mal, das ist voll das coole Lager. Der hat hier ein. Ah, Mist. Oder so. Der hat hier alles. Der kann hier Lager machen. Der hätte hier genug Platz für ein Tarp oder so zum Aufbauen. Das könnt ihr ja auch so machen und einfach so schräg aufstellen. Das kannst du ja hinmachen, wie du willst. Du kannst gerade machen oder schräg machen. Dann hättest du hier so, dann kannst du hier ein Feuer machen, hast hier dein schräges Tarp, wo du dich drunter setzt. Dann vielleicht schräg und dann noch ein bisschen rüber, so ein bisschen mit Stöcken, dass es quasi hinten und oben glatt ist, dass nur die Seiten und vorne offen hast. Hier das Feuer, da könnte man sich da trocknen. Aber das kann man als Außenstehender, kann man das so gut, so, weißt du, aber wenn du da wirklich dabei bist, ist es halt was ganz anderes, ne, also. TV, kannst du ihn so hier dran machen. Weißt du, hier so die Halterung an den Stock, und dann kannst du hier dann quasi schwenken, kannst nach unten schwenken. Aber ich bezweifle es ehrlich, weil ich auch nicht genau weiß, welches Holz und alles irgendwie. So, wenn, dann sind das so Riesendinger und ich hab halt nichts zum Kleinmachen. Die Mücken sind da, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nehmen die das auch anders? Ich glaub's auch. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, da hätten die auch ganz andere Sachen mitgenommen. Wenn es jetzt heißt, okay, das Projekt geht 2 Wochen oder so, dann hätten die, glaube ich, auch ganz andere Items mitgenommen, ne? Sascha, denkst du an mich? Laptop. Ich vergesse dich nicht, Sascha. Guru! Sascha! Ich bin noch da! Er ist auch noch da. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn du so ein Tarp hast, wo du dich schön drunter hocken kannst und das ein bisschen abdichtest, dann bist du wenigstens trocken. Ich glaube, das macht schon einen großen Prozentteil aus, wenn du trocken bist, vom Gemütszustand her. Ich bin irgendwie sicher, alle sind noch da. Hast Luftzirkulation. Ja, das macht, glaube ich, einen riesen Punkt aus von deiner geistigen Gesundheit. Wenn du trocken, also einigermaßen trocken bist und halt einen Spot hast, wo du weißt, ich gehe da drunter, da ist alles trocken. Das macht, glaube ich, einen riesen Unterschied. Aber konnte man vorher nicht wissen, ne? Okay, Mission Shelterbau ist jetzt, glaube ich, hoffentlich endgültig beendet. Denn ich habe noch einige Verbesserungen vorgenommen. Ja, du wärst ein bisschen feucht, ja, aber halt nicht klitschnass, so wie die jetzt. Die Nova ist ja auch nicht klitschnass, weil die halt in ihrem Biwak ist. Sie ist halt. Ja, es hat so unangenehmes, klebriges Gefühl, hat sie gesagt, aber besser, als wenn ich nass bin, oder? Die wahrscheinlich meinen gesamten Komfort deutlich erhöhen werden. Zum einen habe ich... Deswegen ja gesagt, du machst vorne dann ein Feuer, abends, da wärst du wenigstens abends trocken, aber dann müsste es halt abends halt auch erstmal trocken sein, ne? Also zumindest nicht regnen oder nichts nass ist. So ist ja alles nass abends, da kriegst du ja kein Feuer an. Ich setz gerade kurz die Stirnlampe auf. Zum einen habe ich an die Grundpfeiler meines Shelters, da sieht man es, die ganze Zeit ins Wasser geragt haben, habe ich jetzt tatsächlich Steine gelegt. Diese Steine müssen es theoretisch verhindern, dass ich Pfeiler verliere, beziehungsweise sie weiter weggeschwemmt werde. Der Pfeiler hat mir die ganze Zeit extrem viel Kopfschmerzen bereitet und wurde öfter weggeschwemmt, deswegen habe ich ihn gekürzt, sodass er einen steileren Winkel nach unten hat. Jetzt liegen noch Steine drumherum. Das heißt, wenn eine Welle kommt, dann dürfte die diesen Pfeiler theoretisch nur noch weiter reindrücken, sonst dürfte da nichts mehr passieren. Genau. Darüber hinaus habe ich das Palmdach, genau. Das Palmdach habe ich jetzt noch abgedichtet, weiter. Das ist jetzt komplett dicht. Also dichter wird's tatsächlich nicht. Und Krokodilen gefällt das. draufgelegt habe ich noch einen Bambusast. Warum?
Naja, besonders auf der Seite könnte es theoretisch stürmen. Wenn es stürmt, dann hält dieser Ast die Blätter davon ab, runterzurutschen. Denn besonders hier, in diesem Bereich, da liegt mein Kopf drunter. Und da hat jetzt der Bambusast einiges an Gewicht auf den Blättern, sodass sie in Position bleiben und mich trocken halten, hoffe ich doch. Guck mal, wie fotogen. So, kurze Unterbrechung. Hallo, guten Tag. Uiuiui. So, für mich war es das heute. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich hatte heute eigentlich einen ziemlich erfolgreichen Tag tatsächlich, auch wenn es mit Feuer wieder nicht geklappt hat. Ja, war schön. Ich habe viele coole Sachen gesehen. War wirklich spannend. Es war ein Up and Down. Aber seit heute Nachmittag, seit heute Abend ist es eigentlich ein konstantes Up. Also von daher, ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Ich hoffe, morgen wird es genauso schön und die nächsten Tage danach auch. Ja, ich bin happy, dass ich jetzt schon 3 Tage hinter mir habe und freue mich auf die nächsten 4. Ich bin mal gespannt, ey. Nächste Folge wird... gerade mitten in der Nacht. Mit anders. Ich kann absolut nicht richtig schlafen. Das Wasser ist wieder unter meinem Shelter. Einfach nicht schön. Ich habe Rückenschmerzen, meine Füße sind komplett zerstochen, meine Wunden überall tun weh. Ja. Also eine angenehme Nacht ist es aktuell wirklich nicht. Aber es ist noch aushaltbar. Ich muss gucken, dass ich irgendwie zum Schlafen komme. Ich muss gucken, dass ich meine Schuhe jetzt noch in Sicherheit bringe, weil sonst sind die auch gleich. Ich auch. Also es kann ja passieren, dass am Samstag dann die erste ausscheidet. Oder vielleicht er ja auch, man weiß es ja nicht. Vielleicht hat er ja so eine Kurzschlussreaktion und drückt auch. Bin mal gespannt. Die nächste Folge ist, glaube ich, entscheidend. Ein bisschen. Da wird das Team ein bisschen gekürzt. Die Wellen sind heute echt stärker als sonst. Aber ich muss sagen, ich schaue Nova gern zu. Guck mal, Nova hat nicht mal Content gebracht. Die hat nicht mal Content jetzt gebracht, weil jetzt gleich wieder auf Knosse gegangen wird. Die anderen auch nicht anscheinend. Die haben nichts gefilmt. Jetzt habe ich aber Alarmstufe. 3 Tage kein Stuhlgang und ich dachte wirklich, ich bin so krass, dass ich Stuhlgang einfach abgeschaltet habe. Nee, ist nicht. Bei mir jagt's jetzt rein, mitten in der Nacht und ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich merke auch richtig das Ziepen. Vielleicht von den Kokosnüssen? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt nehme. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Hey, einfach ins Meer reinkacken, dann Wasser nehmen, Arsch sauber machen, wieder rausgehen. Einfacher geht's doch gar nicht. Das spült doch alles weg. Oh, ja gut. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ja gut, es wird halt Sinn machen, wenn man jeden nacheinander durchgeht, ne? Und dann wieder beim ersten anfängt. Wieso denken die da alle nicht dran, dass sie sich einfach ins Meer hocken? Am Strand, wo es muss ja nicht tief sein, kann reicht, wenn es so tief ist. Einfach laufen lassen, mit Wasser schön den Arsch sauber machen mit der Hand und dann einfach die Hände waschen wieder. Ja, aber doch nicht bei so einer Tiefe oder so. Hä? Nee. Ja. Nee, weiß ich auch nicht. Zu dreckig. Das wäre meine erste Intention, direkt ins Meer und reinkacken. Ja, gut. Siehst halt nachts auch nichts, ne? Im Bach. So, ihr seid live dabei. Ja, er macht's genauso, er kackt ins Wasser. Ist nicht dünn. Nein. Ist nicht dünn. Ist gut. Ist gut. Ich habe einfach in den Bach geschissen. Ist sehr hart. Sehr hart. Ich habe einfach in den Bach geschissen. Jawohl, schön von der Trinkquelle, wo ich mein Wasser rausfisch, da scheiß ich rein, jawohl. Das ist gut. Sie jetzt sauber machen. Das mache ich alleine.
Morgen gibt's Wurst, ja genau. Da, wo er mit seinen Flaschen alles schön rausnimmt, da schön reinkacken. Ja, geil. Am besten noch unterhalb von der Wurst dann am nächsten Tag das Wasser rausmachen. Jetzt fängt schon wieder an zu regnen. Sonnenaufgang noch nicht in Sicht. Auch heute wieder nicht gut geschlafen. Kurze Momente, aber eigentlich nur geruht, weil man nicht einschlafen konnte. Der Vollmond und vor allem habe ich gefroren. Mein Unterleib hat sehr gefroren einfach. Belastend. Ja, wir haben jetzt festgestellt, dass Sascha ist so ein bisschen der Laura ihr Favorit, ne? Ich bin mal gespannt, wie lange er durchhält. Und zum Abschluss des Tages, das Bett, dieser Traum. Jeder Handgriff war, ey, was komplett wert. Absolut okay. Legendär. Sieht auch gut aus, also ja. Wirklich. Also ich glaube, ich wäre echt ein Tischler. Also ein Traumbett. Das muss 101. Ja, sieht gut aus. Hm? Ja, und die Moskitos, da habe ich immer im Hut die ganze Zeit so auf. Und direkt im Hals. Gute Nacht. Boah, es ist gerade mitten in der Nacht. Und das Wasser kommt fast bis zu meinem Shelter hier vom Meer. Scheiße. Bist du deppert, ey. Wow. Ich denke mir so, was ist da so laut? Und es ist schon das Wasser, das fast hier ist. Oh, scheiße. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Vollmond ist. Oder fast Vollmond. Keine Ahnung, ob es dann höher ist oder so. Aber scheiße. Ey, es darf nicht mehr höher kommen, sonst ist alles bei mir nass. Da schwimmt gleich die Wurst von Knossi vorbei, wahrscheinlich bei ihm unten drunter. Oh, Nova, das ist sehr interessant jetzt. Scheiße, ich kann das gerade nicht wirklich sehen. Aber die Wellen sind so hoch, dass mir mein komplettes Shelter durch die Wellen halt zusammengekracht ist. Also wirklich. Ja, also es ist gerade richtige Kacke. Der ganze Strand ist überschwemmt. Also, wenn man. Ihr Shelter. Es hat auch richtig. Boah, es hat richtig mies. Das ist. Hä? Das war einfach Mikado bei dir, wie bei mir. Die zusammengestellten Äste. Ach so. Ach so, ich dachte, ich habe irgendwas gesagt. Ja gut, da war nichts verbunden, nichts mit Schnüren zusammen, schön zusammengehalten, nichts mit Steinen befestigt, einfach nur zusammengestellt. Also das war halt, das von Nova bis jetzt finde ich auch ein bisschen arg lieblos, muss ich sagen, was sich so gemacht hat. Eigentlich nix. Man, ihr seht zwar nicht so wirklich, da aber... Da Knossi ja mehr gemacht. Ich bin wirklich am Ende des Strandes und hier... Da meint man nicht, dass sie 15 Jahre bei den Pfadfindern war, ne? Ja, es soll jetzt nicht böse sein, aber nur realistisch dargestellt jetzt, ne? Mein Shelter ist, wie gesagt, eben zusammengebrochen. Zum Glück nicht über mir, sondern an der Seite. Also zum Glück habe ich heute ja ein bisschen weiter hinten geschlafen, weil ich schon gesehen habe, dass die Wellen ein bisschen höher werden. Ich glaube, das liegt am Ungewitter und daran, dass es Vollmond ist. Bin mir nicht 100% sicher. Ich werde jetzt wach bleiben. Es müsste ungefähr 3 oder 4 Uhr sein. Ja. Und ich werde jetzt wach bleiben. Ja gut, das kann auch sein. Da bist du halt total handlungsfaul und so, ne? Und bist total blockiert, was du halt vom Kreativen her und so, ne? Bis die Ebbe kommt. Antriebslos. Weil dann kann ich pennen. Na Otto, ah ja, komm Otto, hau rein. So, wir haben wieder irgendwie, weiß ich, mitten in der Nacht, Mond steht am Himmel. Und ich wache einfach nur von Schmerzen auf. Schmerzen gesäst, vor die Beine runterziehen, wo ich jedes Mal denke, Otto, überhaupt nicht gut. Der Otto hätte überhaupt keine Probleme. Der hätte zero Probleme, wenn er nicht schon mit Schmerzen reingestartet wäre, ne? Mit Gelenkproblemen und so weiter. Und Rücken und Unterkörper. Der hätte so ein schönes Leben auf der Insel, ne? Der hat so einen guten Spot. Die Höhle, wo er nicht nass wird und alles. Das wäre top. Bei dem kann ich mir höchstens vorstellen, dass er ausscheidet wegen seinen Schmerzen, die er vorher schon hatte. Wegen seinen gesundheitlichen Problemen. Was ist das? Das sind sie nachts. Grau ist mir tatsächlich von nachts. Auf jeden Tag freue ich mich, aber nachts ist weder Erholung noch irgendwie gut, weil ich jede Nacht zigmal wach werde. Ich glaube, in der letzten Nacht
11, 12 Mal, also gefühlt immer nur 1-2 Stunden Rhythmus pennen und das ist natürlich alles andere als cool. Naja, dafür haben wir einen schönen Mond. Und die Flut kommt wieder. Das Pennen eh nicht drin. Ich versuche nur weiter zu schlafen. Boah, ist das zu kurz. Also es kann sein, dass heute die Nacht der Nächte ist, wann ich mein Lager abbrechen muss. Oh! Oh! Scheiße! Da ist meine Matte, meine Platte, die kennt ihr vom Draufsehen. Die wird komplett verschoben. Tja, was soll ich sagen, ne? Das war's vielleicht mit dem Topspot, ne? Ja, aber wieso kommt das Wasser immer höher? Das war doch gar nicht die Regenzeit. Also die Flut. Wieso kommt die Flut so extrem? Gut einmal im Monat, ne? Wäre das, glaube ich, ne? Mit dem Mond halt. Je mehr der Mond zunimmt, desto höher wird die, wenn die Welle, wird, geht das Wasser hoch, oder wie war das? Mir war ja klar, dass hier die Ebbe, die Flut so steigt. Ganz ehrlich, wir machen sowas in der Regenzeit. Ich mache das doch 4 bis 8 Wochen vorher, wenn's schönes Wetter ist. Aber das ist schon krass, so schnell. Vielleicht sollte ich mal eine Sache zusammenpacken. Heute dürft's auch hinhauen. Mal schauen, ob wir morgen überhaupt noch hier liegen können. Ja, lieber ist es wärmer, als dass ich dauerhaft nass bin, weißt du? Da schwitze ich lieber mehr und gehe baden. Aber die Sachen trocknen sofort wieder, weil Sommerzeit ist. Du gehst ins Süßwasser, wäschst das Zeug aus, es ist innerhalb von einer Stunde wieder trocken, kannst wieder anziehen oder so. 1-2 Stunden. Und da badest du halt einfach einmal am Tag. Scheiß drauf. Ja, die haben alle das gleiche Problem. Auf dem Ozean ist schon wieder ein Gewitter. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe gar keine Landfläche mehr. Ich bin einfach on the water. Guck dich das an. Scheiße. Ja, aber ich schwitze lieber. Ja klar, die Luftfeuchtigkeit. Aber die Luftfeuchtigkeit ist am Strand halt im Sommer, in der Sommerzeit geringer als jetzt in der Regenzeit. Aber das ist ja ganz klar. Das braucht man gar nicht abzustreiten. Der ist gerade gesehen. Ja. Holy shit. Das geht hier überall komplett bis... Ja, aber komischerweise schwitzt nur Otto, ne? An diese Erdsteilwand, Felswand hinter mir ran. Die anderen ist allen kalt. Oh nee, ey. Dein kompletter Strandabschnitt, an dem ich ausgesetzt worden bin. Komm, es ist alles unter Wasser. Ich lebe. Fuck it. Die Mails ist kalt, Joris ist kalt. Oh, jetzt werde ich von unten nass. Ich habe gestern den ganzen Tag dran gearbeitet, dass ich ein geiles Dach habe. Und ich habe eigentlich am meisten Angst, dass mir die Pfeiler wegspült und dann bricht alles komplett zusammen. Dann bin ich am Arsch. Hm. Und wir haben noch 4 Nächte vor uns. Der wird nicht mehr sehr viel übrig bleiben, außer ins Landesinnere zu ziehen, ne? Und zu sagen, wir gehen jetzt einfach landeinwärts und bauen uns nochmal komplett neu alles auf. Jetzt hier mehrfach komplett unterspült unter meinem ganzen Bett. Und ich schwebe hier wirklich einfach nur 10 cm drüber. Wenn das hier hinten ranklatscht, bin ich von unten komplett nass. Und alles, was hier irgendwie unten drunter lag, ist weg. Ich habe noch meine Ausrüstung. Hey, das sind alles Amateure. Sogar schönes Wetter ist in dem Bereich anstrengend für die. Da könnte man es vielleicht sogar noch ein bisschen länger rauszögern auf die Art.
überall aufgehangen, da oben festgemacht. Ne, echt ein super geiler Spot. Einfach nur Steilküste. Oh, die Folge war sau kurz. Seven vs. Wild. Panama. Normal haben wir 1,5 Stunden. Fand ich ein bisschen arg kurz jetzt. Aber gut, war eine schöne Folge.